Wie wenig Menschen wissen über Welten, das Licht, über die große Dunkelheit, die über allem lastet. Einst war nur das Nichts. Absolut. Perfekt. Langweilig. Es endete mit einem Segen. Durch eine Geste des Schöpfers kamen Mitgefühl und Weisheit in die Welt. Doch wundervolle Geschenke haben meist einen hohen Preis. Aus dem wundersamen Brunnen des Lichtes wurde das namenlose Feuer geboren, das den tiefen Quell der Mitternacht speist, den Feind allen Lebens. Und wie die Schöpfung schritt auch der Schatten voran. Unbehelligt und wild kam die Dunkelheit. Brennend und mordend schändete sie Land, Himmel und Fleisch. Sie kam über zahllose Welten und verschlang und verdarb alles Leben. Schließlich fiel der Schatten auf eine Welt der geheuchelten Liebe und des überzeichneten Verlustes. Und doch lebten auf diesem blauen Planeten Menschen, die Widerstand leisteten. Unter der Temple Church ist ein geheimer Gang. Dort seid ihr sicher vor der Invasion. Sie bringen meine Enkelin dorthin. Was sie vorhaben, ist sinnlos. Das ist Selbstmord. Die Templer müssen das Höllentor angreifen, koste es, was es wolle. Nur so besteht eine Chance, dass sich die Flüchtlinge retten können. Sie werden sie beschützen. Sie ist für Höheres bestimmt. Ist alles in Ordnung? Commander! Die Kirche ist sicher. Kann Ihr Konvoi das Höllentor noch erreichen? Wir werden zu Fuß gehen. Die Flüchtlinge? Sind alle in Sicherheit. Gut. Diese zwei sind die letzten. Folge ihr, sie wird dich zur Kirche begleiten. Nein! Die Temple Church ist gleich hinter Nein! diesen Gebäuden. Du darfst nicht gehen! Jessica. Du darfst mich nicht verlassen! Jessica, hör mir zu! Du musst jetzt mit Lyra gehen. Wo ich hingehe, kannst du nicht mitkommen. Eines Tages wirst du verstehen. Lass uns gehen, Jessica. Ich liebe dich, Jessica. Für die Liebe der... Schnell, der Gang muss versiegelt werden. Lass meine Hand nicht los. Wartet. Dämonen. Lauft, wir geben euch Deckung. Lauf weiter!
lauf weg! Nein, ich bleib bei dir! Ich hab versprochen! Für die Lebenden! Lyra! Und noch bevor der Tag zu Ende ging, hatten die Diener der Hölle die Welt ins Chaos gestürzt. Mein Großvater führte den Gegenangriff gegen die Dämonen, obwohl er wusste, dass seine Armee von Templern nicht die kleinste Chance haben würde. Doch dank ihm konnten wir uns verstecken und vorbereiten. Gedenkt der Toten! Ja. Aber kämpft für die Lebenden! Und obwohl die große Dunkelheit schon das Ende dieser Menschen wähnte, war es erst der Beginn unserer Geschichte. Ja, hallo Leute, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem Let's Play. Mein Name ist Smeagol und ja, ich habe mal was komplett Oldschool-mäßiges rausgebuddelt, und zwar Hellgate London. Ja, zur Geschichte, da gibt es noch einiges so zu erzählen, aber das machen wir dann irgendwie so später im Verlauf des Let's Plays. Ja, es ist ein Hack and Slay. Ja, die Leute, die Diablo spielen oder gespielt haben, das, ja, galt damals als der Nachfolger sozusagen. Und ja, für ein Let's Play soll man sich ja immer Sachen raussuchen, die man selber total gerne spielt. Und ich habe dieses Spiel vor vielen Jahren, er ist glaube ich 2007 released worden, ja, sehr gerne gespielt. Und von daher, es ist halt, ja, nicht so aufgebaut, dass man jeden Tag irgendwie spielen muss. Und ja, es gab es damals nicht nur als Singleplayer-Game, sondern eben auch als Multiplayer. Und ja, es gibt keine großartigen Dailies, die man zu erfüllen hat, und von daher. Gut, wir starten einfach mal rein. Singleplayer-Game. Und ja, gut. Der geht ja schon mal ab hier. Ja, Smeagol, klar. Männlich sind wir auch. Die Klassen. Ich werde jetzt nicht alle Quests hier durchgehen und jeden einzelnen Text vorlesen. Das mache ich so bei storylastigen Games gerne, ja, aber hier bei diesem Hack and Slay, wie gesagt, ja, da geht es nicht drum, jetzt irgendwie zu wissen, wer gibt die Quests und was macht der und wo schickt er mich hin. Das ist alles sehr linear aufgebaut, und von daher, ja. Also wir haben hier die üblichen Klassen, sag ich mal, im Prinzip. Also, ein Blade Master, zwei Schwerter, wie man sieht, ja. Also, ja, der Schwertkämpfer. Dann gehen wir mal einen weiter. Ja, der Beschwörer, also der Summoner, oder Summoner, je nachdem. Ja, mit hier so ein paar Elementaren, also so Viechern dabei. Und ja, dann haben wir den Evoker, ist jetzt nicht so eine übliche Klasse so, und ja, der hat so Artefakte, mit denen der halt, also Waffenartefakte, und hat halt so einen Mix aus Zauberkraft und ja, so Angriffen mit der Waffe und so, ja, also ganz viele coole Sachen eigentlich am Start, ja.
der Herr Marksman mit neckischem Zöpfchen hier, ne? Also so Dreads geflochten. Ja, Fernkämpfer kennt man, ja, braucht man, denke ich, nichts zu sagen. So, der Ingenieur mit seiner Drohne hier oben, also der hat so Bots und Drohnen. Ja, und da bleiben wir auch gleich stecken, ja, also das ist so, ich habe am Anfang ein Simona gespielt und so mit Viechern und ja, das ist so ein Mix aus Nah- und Fernangriff und ja, Kampf und so. Und der Ingenieur ist irgendwie übrig geblieben bei mir, weil das gefällt mir am besten und ja, spiele ich auch sonst so, wenn ich irgendwas zock in die Richtung, dann geht's meistens so mit Bots und so einem Krams. Also ich find Ingenieur einfach cool. So, der Bursche ist ein bisschen zu lange in der Sonne gewesen. Nein, Scherz. Absoluter Scherz. Wir suchen uns, na ja gut, machen wir erstmal hier Skin Color. Machen wir mal ein bisschen was Entsprechenderes für uns. Ja, wir sind ja jetzt, ja gut, so eine wohlgenährte Bräune. Das Face. Ja, wir haben hier jetzt nicht so viel zur Auswahl. Also das switcht sich relativ schnell durch. Da war einer gerade mit den dunklen, genau. Der sieht ein bisschen verpufft aus. Au. Ja. Haare finde ich glatt. Ja. Also Hairstyle können wir uns mal was auswählen. Machen wir mal so die Vorderansicht wieder. Hairstyle, da war mal. Ja, nein. Würde gehen. Ja, hey. Ja, Geissen spielt auch mit. Ja. Gut. So. Das passt irgendwie auch nicht. Ja, Irokese. Da haben wir diesen. Den finde ich eigentlich cool. Also, der wäre so mein Style. Also sowas in die Richtung. Oder da war dieses andere mit den Zotteln so ein bisschen ins Gesicht. Der ist eigentlich, ja, ein bisschen cooler, finde ich. Gut, passt. Facial Hair, also Bärtchen. Gut, schauen wir mal, was wir da so haben. Okay. Ja. Vollbart, der Seemannsbart. Hm? Die Seemannsmatte. Der... ja, hier, ne? Der asiatische. Ja. Schnäuzer. Also ich finde hier so. Na, Moment. Haben wir dann hier diesen. Der war, glaube ich, als zweites. Genau. Den finde ich ganz cool. Ja, so ein bisschen gestutzt, so. Türken-Style, so. Genau. Finde ich gut. Hair Color. Gehen wir mal auf. Ja gut, wir können ja auch hier, ne? Gelb. Ja, ist auch sehr schön. Und noch grün. Ja. Ich bleib mal bei schwarz. Ja, weil schwarz ist so... Boah, böse, dunkel. Gut, die Größe ist so Durchschnitt etwas drüber. Passt zu mir auch. Bulk ist dann wohl... Ah ja, kräftig. Wie kräftig jemand ist. Machen wir mal so auf mittig, würde ich sagen, ne? Ja, soll soweit erstmal reichen. Ja, also sieht doch schon ganz, ganz nice aus. Coole Knarre. Big Boots. Hier unten, naja. Gut. Eine kurze Sache. Hier oben gibt es so einen kleinen versteckten, genau. So einen Diamant, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, bis heute nicht, was es soll. Es wurde damals erzählt, also man kann hier, ich switch nochmal, also auch so Wölkchen hier kriegen. Es wurde irgendwie gesagt, dass es irgendwas mit dem Charakter dann macht, wenn man das switcht hier und ich kriege immer nur die Wölkchen. Ja, ich finde, das hier sieht irgendwie cooler aus. Was es macht,
keine Ahnung, mag sein, die Pros hier unter euch sagen jetzt, weiß doch jeder. Ich weiß es nicht und ich nehme das jetzt, weil es cool aussieht. Ja, ziemlich bescheuert. Tutorial-Tipps brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Diejenigen, die es irgendwo im Wühltisch nochmal finden, das Spiel, also Hellgate London, ja, können sich da selber durchbeißen. Ja, also ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ja, gut. Der Smeagol wäre soweit ganz hübsch anzusehen. Und ja, ich wünsche uns viel Spaß mit diesem Let's Play. Und dann starten wir einfach mal durch, ne? So. Russell Square. Gut. Ja, also, ein Vorteil, ihr habt es gerade gesehen, ich kann also dieses Spiel hier in der Ego-Perspektive, also als Ego-Shooter spielen oder in der dritten Person, also Third-Person-View. Und von daher ist es ganz nett. Mausrad, Switch und passt. Ja. Knarren. Soweit auch vorhanden. Da müssen wir eine Sache gleich mal machen. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, also hier die Waffen, ja, die zwei, die hier so sind, ja, dann benutze ich mit einem Mausklick, also mit einer Maus, praktisch rechte, linke, rechte Maustaste. Da könnte ich jetzt eine Waffe und noch irgendwie hier einen anderen Angriff oder so legen. Ich mache das jetzt erstmal so. Ja, ich denke, das passt. Ja, also nur, dass ihr das wisst. Dann haben wir unseren ersten Skillpunkt. Wir sind hier in diesem Skill-Menü. Ja, sind wir drin. Für die jetzt, ja, die Hellgate kennen. Das ist das Menü, sozusagen, von einem modifizierten, ja, Hellgate London. Da gibt es also die Jungs von Hellgate aus.net, genau, werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Die haben ein super Modpack zusammengestellt, um, ja, wie gesagt, Spiel ist schon etwas älter, um denjenigen da nochmal eine Freude zu machen, ja, die das Spiel eben immer noch spielen wollen. Ja, und wie gesagt, dazu gibt es noch eine andere Geschichte zu erzählen, machen wir aber später. Ja, also das eine Puzzlestück fügt sich dann auch zu dem anderen, ja, zusammen. Aber das soll die normalen User jetzt nicht interessieren. Ich will ja das Spiel lediglich vorstellen und ja. Ich bleibe in diesem Skillbaum vom Ingenieur. Wir haben also zu jedem hier, normalerweise hat man auch nur diesen. Ja, also die anderen hier, die sind alle weg. Die kriegt man dann nur, wenn man eben die Klasse, die jeweilige spielt. Ja, also nur zur Info, aber pff, gut, das soll. Ja, man könnte jetzt theoretisch, könnte ich jetzt hier switchen und dann, ja, die anderen Skills mitbenutzen. Das machen wir aber nicht. Ja, wir haben einen Punkt hier unten. Die Drohne, also Drohne konstruieren, ja, ist praktisch hier schon, ne? Die nehmen wir. Ja, und die legen wir uns jetzt mal hier runter auf Nummer 3. Wir haben hier noch ein Recall, also ein Rückrufportal. Das hauen wir uns mal auf die 0. Ja, damit wir von der Instanz raus in die Station zurückkommen. Also, Station sehen wir auch gleich. Wir haben so Instanzen und ja, Stations, das Ganze spielt Hellgate London, ne? In London, also im zerfallenen, apokalyptischen London mit den U-Bahn-Stationen und ja, Instanzen, die von da aus abgehen und die sind alle miteinander verbunden und bla 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 bla. Sehen wir alles. So, jetzt haben wir hier unten irgendeine Nachricht bekommen von dem Herrn Murmur. Der labert uns jetzt voll und wir sollen halt jetzt hier ein paar Viecher killen und ihn finden. Ja, so. Jetzt haben wir auf dem ersten Slot, wie gesagt, hier unsere Waffen. Die können wir also auch switchen.